HKX 1803, Zentralbahn nach Hamburg. Donnerstag, 26.07.2015. Hallo Kollege, du fährst heute den Hamburg-Köln-Express, kurz auch HKX, von Köln Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona. Der Hamburg-Köln-Express war ein privater Fernzug, der von Juli 2012 bis Oktober 2017 verkehrte. Nach längerer Pause erfolgte zum 23.03.2018 der Neustart unter der Marke Flixtrain. Die Hauptgesellschaft HKX GmbH stellte nach 9 Verlustjahren den operativen Betrieb ein. Im Fahrplanjahr 2015 verkehrte der HKX mit den Marriott-Pairwagen der Nordostseebahn, welche normalerweise mit ES64U2 der MRC bespannt waren. Du bist heute jedoch mit der 1142-704 der Zentralbahn AG unterwegs. Auch wenn die Zentralbahn eher für Sonderzüge bekannt ist, so gab es im Jahr 2015 dieses Gastspiel vor dem HKX. Und nun, gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Fahrt hier im Train Simulator 2019 auf der Strecke Münster-Bremen. Und ich denke mal, ihr konntet euch das durchlesen, hier unten stehen ja noch Informationen. Und wir klicken jetzt einfach die Intro-Message weg. Und wir fahren hier gerade am 9 DW in Münster vorbei, dass wir uns hier rechts schön sehen können mit den ganzen Doppelstockwagen. Und da steht ein Talent. Und ja, wir befinden uns gerade auf Anfahrt auf Münster in Westfalen Hauptbahnhof. ICE 1026 müsste das sein. Fährt verspätet ab. So, und wir hatten ja einen 60 erwarten. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann mit einer Verspätung von 10 Minuten Münster in Westfalen, heute auf Gleis 12. Der Ausstieg in Münster ist dann in Fahrtrichtung links. Ja, Münster. So, wir erreichen jetzt Münster. Hier rechts stehen ein paar Flirts von der Rhein-Hart-Bahn abgestellt. Links steht auch noch einer. So, dann können wir mal ein bisschen einbremsen. So, hier rechts steht der RE2 nach Düsseldorf. So, jetzt kommen wir hier zum Stehen. Und wir lösen aus. Und wir sind perfekt zum Stehen gekommen. Jetzt gucken wir uns hier mal erstmal ein bisschen um im Bahnhof. Wir sind in Münster angekommen. Und wir sehen hier schon HKX. Da ist ein kleiner Fehler in der ZZA, also in der Anzeige. 6-mal Osnabrück. Wir fahren heute definitiv nicht 6-mal über Osnabrück. Das ist ein Fehler. Das spielt aber auf einem Bild an, was es tatsächlich mal gab auf einem Fall. Da stand hier 6-mal Duisburg drin. Und hier ist auch Gleis 9. Hier haben wir sogar einen Bahnsteigsanzeiger für Gleis 8. Hier ist Gleis 3. Selbst auf Gleis 2 steht der RE15 nach Emden bereit. Und so, da sind die Türen von alleine wieder zugelaufen. Dann gehen wir mal wieder in den Führerstand. Weil vor uns ist ja auch HP0. Und ich denke mal, wir fragen jetzt gleich einfach mal nach, was los ist. Vielleicht kann uns ja der Fahrdienstleiter da Informationen geben. Thank you.
Münster Fahrdienst, hallo. Ja, moin, 18:03 hier. Ich wollte mal fragen, was da los ist. Jetzt mal ganz langsam. Du hast mir jetzt die ganze Zeit den 2226 verbogen. Der kommt jetzt hier in Münster vor. Ja, ganz große Aktion von euch. Spitzenklasse. Wenn du ein Problem damit hast, dann klär das selbst mit der Tür. Das ist nicht meine Entscheidung. Klär das selbst, sprich mit denen, das war's. Finito. Entspann dich mal, ist doch gar kein Grund da, um sich so dermaßen aufzuregen. Wie gesagt, ganz langsam jetzt. Nach dem City kommt erst die Westfalenbahn, danach bist du dran. Ein einziges Mal mit Profis arbeiten. Ein einziges Mal. Aber ist ja anscheinend hier in diesem Saftladen mit euch nicht möglich. Ja, da kannst du jetzt auch im Dreieck springen, wie du möchtest. Tür hat entschieden, fertig. Basta. Ja, danke für dieses nicht kompetente Gespräch, ey. Tschüss. Ja, also ZÜ hat entschieden, der Intercity, der hier gerade eingefahren ist, der hat wohl Priorität, obwohl wir auch gar nicht mal so verspätet waren. Ich glaube, wir hatten jetzt so 10 Minuten drauf. Aber die haben entschieden, der da vorne soll erstmal los. Soll erstmal vor uns gleich wieder auf die Strecke gehen. Und ja. Dann lassen wir uns doch mal überraschen. Ja, unterwegs sind wir heute, wie der eine oder andere schon festgestellt hat, mit der 1142-704 der Zentralbahn. Das ist eine Lok, die eigentlich eine österreichische Baureihe ist, die 1142. Die gehörten der österreichischen Bundesbahn. Die Lok hier wurde aber 2014 an die Zentralbahn verkauft und fährt seitdem für die Zentralbahn Sonderzüge und Überführungsfahrten. Und die Lok ist im Steam Store erhältlich von RWA und Skyhook Games. Und ich finde die auf jeden Fall ganz cool. Und hatte mit dem lieben U-Master von RWA geschrieben, ob er mir nicht dieses Repaint machen würde. Daraufhin hat er mir tatsächlich dieses Repaint gemacht und wir haben gesagt, okay, dafür baue ich ein Szenario. Und beziehungsweise ich hatte ein Bild von diesem Zug gefunden. Das Bild von dem Zug verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch ansehen. Dass es diese Fahrt tatsächlich auch in Realität gegeben hat. Das fand ich nämlich ganz witzig. Und dachte mir, komm, das kannst du eigentlich mal als Szenario nachbauen. Vor allem, weil ich so selten was Österreichisches mache. Und Zentralbahn, Sonderzug fand ich eigentlich ganz cool. Vor allem hat man sich hier mit dem Repaint auch sehr, sehr viel Mühe gemacht. Der liebe Birkentrain hat nämlich noch die Logos extra dafür angefertigt. Und dann hat man sich hier wirklich die Mühe gemacht, die Original-Lok-Anschrift reinzutun. Und hier hinten das Logo Zentralbahn, hier tatsächlich Zentralbahn-Sonderzug, wie die Lok bis 2018 unterwegs gewesen ist. Bis 2018 war sie ja bei der Zentralbahn noch in dem ÖBB-Valusek-Design unterwegs und wurde erst 2018 dann in das Zentralbahn-Design umlackiert. Und hat aber halt bis 2018 halt Sonderzüge, vor allem den Trinkerzug und den Hetzerater halt gezogen. Und jetzt wurde sie vor kurzem umlackiert. Aber ich finde sie so echt in Ordnung. Und ich dachte mir, komm, ich will mal was Österreichisches machen, aber vielleicht auf einer geilen deutschen Strecke. Und Münster-Bremen ist halt richtig cool eigentlich. Vor allem ohne LZB. Wir werden heute einiges zu schaffen haben. So, warum geht's denn hier nicht weiter? Und jetzt fährt auch noch die Westfalenbahn los. Na super. Das heißt, unseren Fahrplan können wir vergessen.
Vor allem, weil der HKX ja einen Fahrplan bestellt hatte für 160 km/h und wir dürfen ja nur 150 fahren. Das wird natürlich auch sehr, sehr schön. Oder das ist natürlich sehr, sehr schön. Also wird es für uns quasi unmöglich, den Fahrplan zu halten. So, jetzt stehen wir hier immer noch ein bisschen rum. Es sollte bald aber losgehen. Ich meine, der ist ja jetzt schon vor einer guten halben Minute losgefahren. Kommt jetzt drauf an, wann das nächste Hauptsignal ist. Aber so weit ist das, meine ich, gar nicht mal. Und links, wir sehen hier, ja, hat auch schon der nächste Zugausfahrt. Das müsste, da leuchtet ein R, das heißt Rheine. Da fährt hier der RE15 gleich noch los. So, wir wurden abgepfiffen, Ausfahrt steht auch. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. So, wir gucken mal raus. So, höchstens 25 können wir jetzt gerade fahren. So, der RE15 gibt auch Stoff. Er gibt aber ordentlich Leistung. So, 20. Jetzt dürfen wir uns befreien. Und jetzt aufschalten. 340 Ampere ist die Begrenzung. Das heißt, 300 Ampere können wir schon aufgeschaltet lassen. So, 50. 55. So, und jetzt wird der noch mehr Leistung drauf geben dürfen. Weil jetzt ist er ja im 110-Bereich. Man sieht schon, wir sind ganz kurz nahe gerollt, aber jetzt rollt er uns davon. Tschüss, RE15. So, und jetzt dürfen auch wir. Genau, wir dürfen 160. Wir werden nur 150 erreichen. Aber ja. So, wir sind in der höchsten Fahrstufe in Stufe 34. Die halten wir jetzt noch, bis wir 120 km/h drauf haben, und dann läuft die automatisch auf Fahrstufe 29 ab. Nun auch die in Münster neu zugeschiedenen Fahrgäste an Bord des Hamburg Köln Express 1803 auf der Fahrt nach Hamburg Altona. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer verringerten Höchstgeschwindigkeit und einer Zugüberholung aktuell eine Verspätung von knapp 20 Minuten haben. Über Ihre Anschlusszüge in Osnabrück werde ich Sie dann rechtzeitig informieren, sobald mir darüber nähere Informationen vorliegen. Aufgrund der niedrigen Höchstgeschwindigkeit werden wir unsere Verspätung dann leider nicht abbauen können. Wir bitten dies zu entschuldigen. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zur Deutschen Bahn haben wir hier an Bord heute zwar keinen richtigen Speisewagen, jedoch finden Sie unser Bordpersonal im Erste-Klasse-Wagen, oder Sie können uns sich auch gerne von unserem Servicepersonal in Kürze am Platz bedienen lassen.
Im Angebot haben wir heute neben kalten Getränken und Kaffee auch gekühltes Bier. Natürlich fehlen wir auch diverse Schokoriegel und Sandwiches im Angebot. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Reise. Unser nächster Halt heute gegen 14.32 Uhr Osnabrück Hauptbahnhof. So, wir wollen natürlich noch mit der E-Bremse ein bisschen hier abbremsen. Auf 60, die hier erlaubt sind. So. Wir haben die 60 drauf. Servus. Da ist ein anderer Hamburg-Köln-Express. Der fährt Richtung Köln. Der war mit der Bahnbespannung mit einer MLCE ES64U2 unterwegs. Und so, jetzt müssen wir die 60 halten, weil das war jetzt das Einfahrsignal. Das müssen wir jetzt natürlich bis zum Ausfahrsignal auch halten, die 60 km/h. Wir können aber natürlich gucken, dass wir genau 60 km/h fahren. So, und es geht für uns ins Gegengleis. Okay, dann hat man sich vermutlich jetzt dafür entschieden, dass wir die Westfalenbahn jetzt im Gegengleis überholen sollen. So, bis wir aber komplett aus dem Weichenbereich heraus sind, dauert es ein bisschen. Weil da wir eine Kommutator-Lok haben, müssten wir da jetzt raus sein. Das heißt, wir schalten wieder auf Stufe 34, wenn ich damit nicht auf zu hohen Motorstrom gekommen wäre. Jetzt sehen wir aber hier schön, man sieht das Schaltwerk hinterherlaufen. Das ist das Schöne, bei der Elbe hat man ja so eine Anzeige, auf in welcher Stufe man jetzt ist. Hier sieht man tatsächlich, dass das Schaltwerk abläuft. So, dann schalten wir den Hauptschalter wieder ein. Da sind hier auch die Leuchten ausgegangen. So, dann gehen wir mal in die Fahrstufe 25. Das müsste erstmal passen. So, dann gehen wir weiter hoch. Wir versuchen die 300 Ampere zu halten. Schön ist, man sieht hier ja wirklich den Strich, wo er ausschaltet. So, jetzt sind wir in der höchsten Fahrstufe. Wieder bis wir 120 km/h erreicht haben. Dann sieht man, dass das Schaltwerk dann von alleine runterläuft in Stufe 29. So, deswegen gehen wir auch einfach in 29. Was Höheres brauchen wir ja auch gar nicht. Und jetzt sind wir erstmal ein bisschen im Gegengleis unterwegs. Ich lasse mich mal überraschen, ob wir den wirklich überholen. Weil der hatte ja einen guten Vorwegstart, sag ich mal. So, oben war weiterhin ZS6 Gegengleisanzeiger. So, 140. So, im Regelgleis ein VR0. Das heißt, wir haben noch mindestens 1 Kilometer bis zum nächsten Vorsignal. Gut, es könnte jetzt auch kommen. Muss an sich nichts heißen.
So, 150. Oder? Knapp. 148. Ja, die 1142, mit der wir hier unterwegs sind, die sind ja aus den 1042.5 der ÖBB entstanden. Die sind ja im ÖBB-Werk in Linz umgebaut worden. Tatsächlich erst im Rahmen von Hauptuntersuchungen und größeren Fristen. Dabei wurde dann die rechte Führerstandstür entfernt und auch die großen Lampen, die wir hier haben, gegen kleinere Lampen ausgetauscht. Und später wurden dann im Rahmen normaler Nachschauten und kleinerer Änderungen auch Umbauten durchgeführt. Der Unterschied der 1042 und der 1142 ist ja die Wendezugsteuerung, die die 1142 hat. Aber wir lassen jetzt einfach mal rollen. Und ja, also wirklich der größere Unterschied war ja wirklich nur die, da sollten wir einbremsen. Da haben auch wir ein VR0. Und das hat gerade auf VR2 umgeschaltet. Nichtsdestotrotz müssen wir immer noch einbremsen. Wir brauchen ja immer noch, müssen wir auf 85 km/h runterbremsen. So, mindestens. Alleine schon wegen der PZB. Und dann bis da vorne müssen wir ja entweder wieder auf 60 oder auf 40 runter sein. Wenn man sich jetzt nicht ganz so sicher ist, was es jetzt ist, dann nimmt man lieber 50. Weil von 50 kann ich mich zur Not auf 60 wieder hochkämpfen oder auf 40 weiter runter bremsen. Aber das sind 40. Mindestens ist nichts Näheres am Signal dran. So. Aber wie gesagt, und dann sind auch Umbauten zur 1142 im Rahmen kleinerer Nachschauten entstanden. Dabei wurde die rechte Führerstandstür beibehalten und auch die großen Lampen blieben da. Und so eine Lok haben wir jetzt derzeit. Wir sind ja auch noch im Valusec-Design unterwegs. Die Lok könnte ja quasi so vor kurzem erst übernommen worden sein von der ÖBB. Das wäre ja rein theoretisch machbar. Die sind ja bei der ÖBB auch tatsächlich immer noch im Dienst. Die sind dort derzeit, glaube ich, vor den S-Bahn-Zügen in Linz anzutreffen und generell auch vor einigen Rex-Zügen. Von Güterzügen sind sie auch immer noch anzutreffen. Es haben ja auch tatsächlich ein paar Privatbahnen 1142er gekauft. Ich glaube, die Privatbahn mit den meisten Exemplaren, das ist Hector Rail. Die benutzen die Loks aber tatsächlich nur in Schweden. Dann die Zentralbahn hat eine 1142, aber noch ein paar 1042er. Grampet Cargo Austria hat auch, glaube ich, ein oder zwei Loks. Bei der Steiermarkbahn sind welche im Einsatz. Northrail hatte welche, die haben wieder ihre an die Prolog abgegeben. Und die SVG hier, die bei mir in der Nähe in Stuttgart die Partyzüge und so fahren, die haben tatsächlich auch eine 1142 und zwar eine ohne rechte Führerstandstür und mit kleinen Lampen. Da ist tatsächlich auch so eine Version beispielsweise erhalten geblieben. So, wir sehen hier, wir haben die ganze Zeit freie Durchfahrt und es geht einfach nur geradeaus. Trotzdem dürfen wir nicht beschleunigen, weil wir noch den anschließenden Weichenbereich abzufahren haben. Und der endet erst mit unserem Zugschluss hinter dem Ausfahrsignal. Da dürfen wir dann wirklich beschleunigen. Das heißt, das Gegengleisfahren hat uns jetzt aber auch merklich nichts gebracht.
Wir waren vermutlich einfach zu langsam. Als dass wir an dem Zug hätten vorbeiziehen können. So, und jetzt schalten wir einfach wieder auf. So, aber nicht über 340 Ampere kommen. Ja, das war knapp. 1, 2. So, und jetzt geben wir mal richtig Stoff wieder. Weil ich denke mal, jetzt wird es nicht mehr ins Gegengleis gehen. Jetzt werden wir eher im Regelgleis an dem Zug vorbeiziehen. So. Jetzt in Stufe 34 dran vorbeifahren. Jetzt schaltet das Schaltwerk gleich wieder ab auf 29. Können wir jetzt hier eigentlich beobachten. 120 und es läuft ab. So, da haben wir freie Durchfahrt. Das sieht mir nach einem Bahnhof aus. Das müsste jetzt Kattenwenne sein. Und da steht drüben die Westfalenbahn. Der wartet quasi auf seine Überholung. An sich sind wir ja ein Fernzug und haben Priorität. Nur sind wir leider ein Fernzug Dritter. Und somit kein konzerneigener Fernverkehrszug. Interessant ist ja auch, die Zentralbahn hat ja mit ihren 1142er, mit ihrer 1142 und ihren 1042 auch schon ICE4s überführt. Also so Mittelwagen, Endwagen, ich glaube sogar teilweise halbe Züge sind die schon umhergefahren. Und auch war die 1142-704 der Zentralbahn letztens vor einem Fridays for Future Sonderzug. Da baut der liebe 1000 Hertz Beeinflussung, Grüße an der Stelle mal, gerade auch ein ganz nettes Szenario, das werden wir auch let's playen mit der Lok. Da ist sie zwar eigentlich schon im Zentralbahndesign, aber das Repaint haben wir noch nicht, da müsste ich mal Newmaster noch fragen, ob er das nicht vielleicht auch noch machen will. Dann hätten wir noch die 2019er Variante der Zentralbahn. Ich halte mal ein paar Stufen ab. Das ist so Fahrstufe 20.
So, ich glaube, jetzt kommen wir nämlich gleich nach Längerich. Und da müssten jetzt gleich eine 130er Ankündigung kommen. Genau. Da kommen die 130. Wenn wir jetzt nichts machen, dann rollen wir ganz einfach von alleine auf die 130 runter. Das nennt man so ein bisschen vorausschauendes Fahren. Und Servus, der Box Express. Wir lassen jetzt gerade einfach noch weiter rollen, weil hier hinter Längerich, da sind ein paar Trainspotter. Da standen welche auf der Brücke, konnte man noch sehen. Fand ich ganz lieb. Ich kann es ja jetzt einfach sagen, das Szenario ist ja von mir. Der eine oder andere hat das schon an der Intro-Message erkannt, dieses T, große T in den eckigen Klammern. Das bedeutet, das Szenario ist von mir. Ich habe ja auch gesagt, das alles nachbauen. Da hatte ich ganz viel Spaß dran. Und das heißt, es war ja kein Geheimnis, dass das Szenario jetzt von mir war. Ist noch einer. Servus! So, 110 sind ab hier zulässig. Das heißt, wir fahren nur noch 100. Das heißt, wir schalten wieder ein bisschen auf. Servus. Da überführt CapTrain einfach mal einen H-Wagen. Sowas kommt auch ab und zu mal vor. Sowas machen auch mal Privatbahnen. Und der Längericher Westtunnel. So, so sehen wir auch ein bisschen was. Muss jetzt gerade erstmal das Führerstandslicht suchen. So. Und jetzt dürfen wir wieder 160. Deswegen schalten wir jetzt auch wieder auf. Auch wenn wir eh bald in Osnabrück sind. Also, ich meine, 27 haben wir jetzt. Wir wollten 32 ankommen. Ob wir 32 hinbekommen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Weil wir haben doch noch ein ordentliches Stückchen bis nach Osnabrück. Ich glaube, das müssen jetzt noch knapp 10 Kilometer sein. Können wir eigentlich mal nachgucken. Bis Osnabrück sind es noch 15 Kilometer. In 5 Minuten. Da müssen wir 3 Kilometer die Stunde machen. 3 Kilometer die Minute. Das wären dann 180 km/h. Das ist ein bisschen utopisch. Und Servus. Die RB66. Und die RBH mit einem Rohrzug. So, 120. Da können wir auch direkt ablaufen lassen.
Was ich schade bei der 1142 finde, man hat hier keinen Leuchtmelder SIFA, sondern man hat nur den Summer. Aber das ist halt nun mal so. Ich meine, die Loks sind ja jetzt auch nicht gerade die modernsten, sondern nicht wirklich die neuesten. So, wir sollten mal ein bisschen E-Bremse nach hinten werfen. Weil da vorne kommt ja jetzt dann auch gleich ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. So, 130. 125. 120. Perfekt. Also ich muss sagen, ich finde die 1142 echt eine geile Lok. Genauso wie die 1144. Ich mag eigentlich das ganze österreichische Material. Vor allem die Modelle von RWA und Skyhook Games sind eigentlich immer klasse. Ich meine, RWA hat mit dem Railjet schon gezeigt, was sie können. Dann gab es noch die 1144, die 1142. Da steckt so viel Liebe im Detail dahinter. Ich habe mit dem U-Master schon mal drüber gesprochen, also der ist echt eine coole Socke. Da war der Josh. Der hat mir gesagt, der geht den Zug in Haßbergen knipsen. Nein. Ich habe mit dem geschrieben, der hat gesagt, stell mich mal nach Haßbergen, habe ich gemacht. Gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Und so, wir sollten noch ein bisschen wieder aufschalten, weil ansonsten wären wir noch langsamer. Und wir dürfen ja hier auch wieder 160 fahren. Und das ist ja das Schöne hier an der Strecke, ohne LZB-Führung. Abschalten, aufschalten, abschalten, aufschalten, bremsen. Finde ich cool. In LZB und AFB ist das ein bisschen langweilig. Wobei, hier auf dem Abschnitt haben wir ja gar keine LZB. Die liegt ja nur von Münster bis Längerich. Und dann kurz hinter Osnabrück, glaube ich, ganz bis Bremen. Hier auf dem Abschnitt fehlt sie ja noch. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile nachgerüstet ist, aber ich glaube nicht. Der Zustand der Strecke hier spielt ja, glaube ich, im Jahre 2009 oder so. Sehr geehrte Reisende, in Kürze erreichen wir dann unseren nächsten Halt, Osnabrück Hauptbahnhof, heute gegen 14.32 Uhr auf Gleis 3. In Osnabrück erhalten Sie Anschluss an den RE9 nach Bremen über die Polz und Twistringen. Dieser Zug steht abfahrbereit auf Gleis 4 und wartet. Des Weiteren besteht Anschluss an den RE60 nach Rheine über Ibbenbüren und Hörstel, Abfahrt 14.46 Uhr vom Gleis 12. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier in Osnabrück aussteigen, danken für die Reise mit dem Hamburg-Köln-Express und wünschen Ihnen jetzt noch einen angenehmen Sonntagnachmittag. Der Ausstieg in Osnabrück in Fahrtrichtung links. Ja, die Stimme ist der gute Norman. Dem finde ich seine Stimme immer für Zugbegleiter echt passend. Der verkörpert das ganz gut. V1 und HP1. Unten drunter hängt zwar wieder ein ZS6 mit der Kennziffer 11. Gut, das können wir größtenteils getrost vergessen. Trotzdem kommt jetzt gleich noch eine Ankündigung auf 90. Wir fahren jetzt zwar nur noch 95. Ist auch ganz gut.
Und wir sehen hier schon große Stadthäuser. Das heißt, wir sind schon in Osnabrück. Jetzt geht es hier gleich links um die Kurve und dann sehen wir auch schon den Bahnsteig. Und da ist der Bahnsteig auch schon. So, wir bremsen mal ein bisschen ein. Ab hier wären dann 90. Nach Hamburg-Altona. So, wir fahren davor ungefähr bis zu der Haartafel. Die zeigt zwar auf Gleis 4, aber das wird auch für uns passen. So lang ist unser Zug ja gar nicht. Perfekt. Damit sind wir in Osnabrück angekommen. NOB, herzlich willkommen. Etwa 20 Minuten später. Das kommt sehr, sehr gut hin. So, damit wurden wir abgepfiffen und dann machen wir uns mal auf den Weg wieder. Perfekt. Wir begrüßen auch die in Osnabrück neu zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich an Bord des Hamburg-Köln-Express 1803 auf der Fahrt nach Hamburg-Altona. Sehr geehrte Reisenden, bitte beachten Sie, aufgrund zweier Zugüberholungen hat unser Zug zurzeit eine Verspätung von etwa 25 Minuten, sodass wir unseren nächsten Halt Hamburg-Harburg heute etwa gegen 16.30 Uhr erreichen werden. Abschließend noch ein Hinweis zu unserem gastronomischen Angebot hier an Bord. Im ersten Wagen erwartet Sie ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Gerne können Sie sich auch von unserem Servicepersonal am Platz bedienen lassen. Ich wünsche Ihnen nun eine entspannte und angenehme Reise. Unser nächster Halt Hamburg-Harburg. Genau, weil wir halten nicht in Bremen. Wir fahren nämlich gar nicht mal durch Bremen. Wir fahren nämlich rechts ab über den Abzweig Gabelungen. Quasi über Sagehorn. Also über die Strecke Hamburg-Bremen.
so 150 dürfen wir. Erst voll aufschalten. Auf die 300 kN hoch. Und da ist das Schaltwerk auch schon wieder auf 29 gelaufen. So, Lok hat irgendwie ein leichtes Problem mit der Führerstandsbeleuchtung. Die schaltet von alleine anscheinend immer mal wieder ein und aus. Kann schon mal passieren. So, damit sind wir aus Osnabrück raus. So, 140. Besser können wir einfach mal abschalten. Und rollen lassen. Vielleicht sollten wir so auf 20 Fahrstufen bleiben oder so, ne? Damit wir die Geschwindigkeit halten. Ich finde es wirklich interessant, dass die großen Leistungsunterschiede wirklich nur so in den Fahrstufen ab 20 passieren. Darunter hat man quasi mit der Lok gar keine Leistung. So, da kommt wieder 110. Das schalten wieder vorher ab. So, da werden wir jetzt mit der Druckluft ein bisschen einbremsen müssen. Jetzt können wir wieder auslösen. Jetzt mit der E-Bremse nachsteuern. Den haben wir mal so begrüßt. Das Wetter hier, also den Himmel, finde ich auch echt sehr, sehr schön. Das ist ja das Armstrong Weather and Sky Enhancement Pack. Also das kitzelt aus TS nochmal so einiges raus. Und schon dürfen wir wieder ein bisschen schneller fahren. Jetzt 120. So, die 100, die 1142, die wir hier fahren, ist ja eine Kommutator-Lok. Genauso wie die 111, die ich ja mittlerweile fahren darf. Also ich habe, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, bis vor kurzem war ich ja immer noch Azubi. Mittlerweile bin ich richtiger Lokführer. Ich habe meine Abschlussprüfung als Lokführer bestanden. Und bin jetzt Lokführer bei DB Regio in Stuttgart. Und ja, hab als Prüfungslok eine Kommutator-Lok gehabt, deswegen kenne ich mich hier so ein bisschen mit den
Also ich kenne mich mit den 11-42ern nicht aus, weil ich Kommutator lockern, sondern halt ich weiß, man soll immer erst abschalten, dann einbremsen. Halt sowas kenne ich alles. Fahrstufe 15 lassen wir jetzt mal drin. Und Servus. Noch ein Intercity. So, 110. Wir wollen natürlich nicht drüber kommen, deswegen schalten wir jetzt wieder 10 Fahrstufen ab und bleiben bei Fahrstufe 15. Die Zentralbahn, mit der wir hier unterwegs sind oder für die wir hier gerade fahren, oder dessen Lok wir gerade fahren, die haben ja auch auf der NATO-Bahn die Ersatzverkehre da gefahren. Für den einen oder anderen, der da die Videos kennt. Da gab es ja einiges an Videos mit 110ern im Einsatz mit historischen Wagen als Regionalzüge. Also wirklich als Regionalbahn waren die da ja unterwegs. Was ich ganz witzig finde. So, wie weit haben wir es denn noch bis nach Bremen-Gabelung? 94 Kilometer. Bei 140 km/h sind das knapp 45 Minuten noch. Also ihr merkt schon, das wird wieder ein gutes Szenario. Also bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 wären das, ein 2,5 von 90. 2,5, das wären 25. Das wären... Sind das nur 25 Minuten? Nee. Wie viele Kilometer fahren wir denn in einer Minute? Wir fahren jetzt 2,5 Kilometer in der Minute. Das sind 25 in 10. Also 30, 35 Minuten. Also mal wieder ein gutes 1,5-Stunden-Szenario. So, wir kommen jetzt schon durch Bohmte. Die Brücke finde ich übrigens sehr, sehr schön eigentlich. Wir sollten mal eine richtige Vorbeifahrt machen. Einfach. Genau, wir haben noch keine SIFA-Zwangsbremsung gehabt, das ist gut.
Also 149 Dauergeschwindigkeit. Auf mehr kommen wir einfach nicht. Mittlerweile wären wir ja auch wieder in LZB-Führung. Nur hat die Lok keine LZB. Die einzigen ÖBB-Maschinen, die ich tatsächlich im TS habe, die LZB haben, sind L44er. Die sind hier oben in Bremen ja auch anzutreffen. Die sind ja vermietet an TXL teilweise. Aber fahren eher von Bremen nach Bremerhaven. So, wir müssten jetzt demnächst irgendwann mal durch Diepholz kommen. Soweit dürfte das gar nicht mehr sein. So, die SIFA, das ist wirklich schlimm, dass man hier keinen SIFA-Leuchtmelder hat. Weil sonst würde ich sehen, dass die SIFA aufleuchtet, dann würde die nicht so viel tröten. Ich finde auch die Anordnung der Elemente hier ganz cool. So, hier das Führerbremsventil, hier die Zusatzbremse mit so einem Kipptaster, wie wir ihn eigentlich von Türen und so kennen. Dann hier die Führerstandsbeleuchtung, Sandstreuer, Lichtschalter, Hauptschalter und Stromabnehmer mit so richtigen großen Hebeln. Hier drüben die PZB, die Lüfter. Bremsprobe finde ich auch interessant. Da leuchtet dann hier einfach lose. Unsere Bremsen sind lose. So, wir können ja gleich mal in der Karte gucken, wo wir jetzt... Obwohl, da vorne kommt ja ein Bahnhof. Da können wir ja mal gucken, wo wir jetzt durchfahren. Ja, auf der KBS 385. Es könnte Lehmförde sein, oder?
Lehmförde oder Lehmbruch? Meine, das müsste Lehmförde sein. Ja, Lehmförde. Hey, so ein bisschen kenne ich mich doch aus. Was hier die Strecken im PS angeht. So, schon wieder 10 Kilometer abgearbeitet. Also bei 150 km/h fliegt die oder rast die Distanz natürlich runter. Servus. Oh, nur ein kurzer Übergabezug. Der ist vermutlich auf dem Weg nach Osnabrück. Das wird das Wahrscheinlichste sein. So. So, da hat der TS mal wieder geleckt. Das passiert ja tatsächlich ab und zu mal. So, da kommt der RE9. Also hier ist ja doch ein bisschen was los an sich so vom KI-Verkehr her. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, es ein bisschen spannend zu machen. Uiuiui, TS ist aber hart an der Belastungsgrenze. Wir speichern einfach mal kurz zwischendurch. Nicht, dass er gleich abstürzt. So, da vorne kommt schon wieder was. Ah, der ist das.
Und da landet ein Flugzeug. So, wo fahren wir denn jetzt durch? Diepholz. Das ist Diepholz. Sehr schön. So, der nächste Halt ist ja Hamburg. Harburg. Da fahren wir ja leider nicht mehr hin. Wir fahren ja wirklich nur bis zur Abzweig Gabelung. Hier Bremen-Gabelung. 58 Kilometer mittlerweile. Oh lala. Wir sind mittlerweile ordentlich weit gekommen, ne? Hat jetzt schon was. So, kenne ich die Brücke? Nee, da kann ich nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch unter anderem durch Twist ringen. Siekel. Kirchweihe. Sowas kommt jetzt auf jeden Fall alles noch. Soweit ist es bis dahin aber jetzt auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall die Zentralbahn. Die ist halt einmal vor dem HKX gefahren. Und der HKX ist ja an sich ein echt cooler Zug. Gewesen, muss man ja dazu leider sagen. Mittlerweile ist es ja Flixtrain. Aber ich bin auch mit dem Flixtrain, also dem Nachfolger auf der Linie, mit dem guten Centex schon unterwegs gewesen. Auf der Hintour nach Hamburg-Harburg sind wir mit dem Flix gefahren und auf der Rücktour mit dem Nahverkehr. Das war ganz witzig. Das muss ich tatsächlich sagen, hatte was. Ich mache ja immer mal so Nahverkehrstouren mit dem guten Centex. Oder generell so Deutschland-Trips. Einfach rauskommen, einfach reisen.
Genau. Ich weiß halt gar nicht, was ich erzählen soll. Für die Leute, die gerade zugucken. Deswegen reden wir jetzt einfach mal nochmal ein bisschen über den HKX. Der ist ja unterwegs gewesen mit den ES64U2. Unter anderem war der ja mit ehemaligen Rheingoldwagen unterwegs. Der war ja auch eine Zeit lang mit Doppelstockwagen unterwegs. Hier mit den Nordostseebahnwagen. Und die HKX hatte ja auch von der ÖBB tatsächlich auch Fahrzeuge abgekauft. Und das waren die ehemaligen 4010er. Triebzüge. Die wurden vom HKX ja auch umgebaut und aufgemotzt und alles und schick gemacht. Und die hatten letztendlich auch eine EBA-Zulassung. Aber man hat gemerkt, man kann mit diesen, Zügen nicht großartig Leute transportieren. Und deswegen ist man bei diesen Bespannungen geblieben mit mit wagenbespannten Zügen. Und ich lasse mich überraschen, was jetzt aus den 4010ern wird, weil die jetzt zu verschrotten wäre schade. Nur noch 44 Kilometer. Das ist nicht mehr viel. Jetzt mittlerweile mit unseren 150 km/h, die wir ja durchgängig fahren, ist das durchaus schon 150. Wir fahren gerade bergauf, deswegen fahren wir keine 150. Da sind das 150, 40 Kilometer. Da sind das noch knapp 15 Minuten, die wir nur noch vor uns haben. Also lang dauert es nicht mehr. So, da kommt wieder ein Intercity. Was den Personen-KI-Verkehr angeht, ist hier alles real. Züge zwar vielleicht ab und zu mal mit ein paar Minuten Verspätung, aber zum Beispiel der 2229, der uns gerade entgegengekommen ist, der ist auch in der Realität an diesem Verkehrstag. Okay, ich kann nicht sagen, ob er vielleicht ausgefallen ist. Das liegt leider zu weit zurück, dazu habe ich keinerlei Informationen. Aber er müsste eben an diesem 26.07.2015 hier verkehrt sein. So 37 Kilometer. Also die Geschwindigkeit, also unsere Entfernung fliegt immer mehr runter. Wird immer weniger. Weit haben wir es jetzt halt wirklich nicht mehr. 37 Kilometer, vielleicht sind es schon 34, dann haben wir schon wieder 10 Kilometer abgebaut. Man kann da unten quasi eigentlich mitzählen. Also 36 sind es jetzt schon wieder nur noch.
34 schon nur noch. Also man sieht, es geht wirklich schnell. An sich, ich finde das Szenario fand ich jetzt echt cool. Das Problem ist halt, wenn man nur in Münster und Osnabrück hält, dann zieht sich der darauf liegende Abschnitt halt extremst. Das muss man zugeben. So, Twistringen. Da steht die RS2 von der Nordwestbahn. Die macht hier gleich Kopf und fährt dann in Kürze zurück. Der Kollege hatte sich aber ordentlich verbremst. Eigentlich sollte der relativ mittig am Bahnsteig anhalten, sodass hinten die letzte Tür quasi am Ende des Bahnsteigs steht. So, 149. Ich würde die 150 eigentlich gerne nochmal sehen. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr packen. Für alle die, die das Szenario noch selber fahren möchten, vielleicht auch der Hinweis, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es zwar noch nicht hochgeladen, aber ich werde es kurz danach noch hochladen. Im Railsim-Forum, sobald das freigeschaltet ist, werde ich in der Videobeschreibung den Link noch anpassen. Ich hoffe, dass das Szenario freigeschaltet wird, bis das Video online ist. Versprechen kann ich natürlich nichts, weil das nicht hundertprozentig in meiner Macht liegt. So, der 22.26 ist immer noch vor uns. Und da ist schon G über Bremen Gabelung. Jetzt haben wir es noch 25 Kilometer. Das sind jetzt noch knapp 10 Minuten. Und wir haben dauerhaft nur freie Fahrt. Das ist ja, wie gesagt, am Ende streckt sich das einfach. Passum. Der Kinn, der sitzt hinten drauf.
So, das hier müsste jetzt Barnsdorf sein. Nee, Bramstedt. Bramstedt. Das heißt, wir müssten gleich durch Kirchweihe. Da habe ich mir ja auch sehr, sehr viel Mühe mit der Abstellung gegeben. Noch 15 Kilometer, 26, also hier, wir sehen hier unten ja die geplante Ankunftszeit und die läuft immer weiter runter. Ich denke mal, so um 26 sind wir da, das heißt noch 7 Minuten. Das Szenario war tatsächlich relativ schnell in der Mache. Jetzt hier am Ende hätte noch mal ein Güterzug kommen können. Ich hatte eigentlich auch noch einen eingebaut. Sogar tatsächlich eine kleine Besonderheit. Aber die hat es anscheinend nicht zu uns ins Bild geschafft. Lange ist es ja wirklich nicht mehr, nur noch 12 Kilometer, 26, 41. Also gerade eben waren wir ja noch bei 58, das heißt, ihr seht, im Sekundentakt wird das hier wirklich weniger. Ich gehe wirklich noch von 6 Minuten Fahrzeit aus. Und das dürfte realistisch sein. Unsere Fahrgäste ist das gut, weil wir damit quasi immer doch ein kleines bisschen Verspätung wieder abbauen. Dadurch, dass wir hier schneller fahren als erwartet, unter Umständen. Ich meine, unsere Fahrgäste sind ja eh schon teilweise mit Sicherheit genervt genug, dadurch, dass wir knapp 20 bis 30 Minuten Verspätung haben. Müsste noch durch Kirchweihe kommen, oder? Bin ich da schon durch? Nee. Wollte schon sagen, da komme ich jetzt durch. Perfekt, weil da habe ich nämlich auch noch was hingestellt, was tatsächlich auch in Realität rumsteht. Mal gucken, ob man das jetzt gleich sieht. Hier in Kirchweihe. So, da stehen ein paar Güterwagen.
glaube, man konnte es da vorne schon sehen, oder? Weiß nicht, nee. Müsste jetzt gleich ins Sichtfeld reintreten. Weil hier in Kirchweih steht ja tatsächlich eine Dampflok abgestellt. Die hat es bei mir tatsächlich auch hier ins Szenario geschafft. Ah. Hey, die sollte nicht angeheizt sein. Ich habe die als defekt markiert. Böse Lok. So eine Ankündigung für 140. So. Na? Das kriegen wir doch mit der E-Bremse alleine hin, ne? Ja. Perfekt. Oh. So, da kam eine Ankündigung für 80. Die wurde aber nicht überwacht anscheinend. Da habe ich zumindest keine 1000 Hertz Beeinflussung bekommen. Aber damit sind wir am Ende des Szenarios angekommen. Jetzt kommt nämlich Bremen-Gabelung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Szenario gefallen. Und ja, jetzt endet es gleich. Ich glaube, wir müssen jetzt hier noch hochfahren und dann... Genau, für uns geht es hier jetzt ein bisschen runter und dann rechts wieder hoch. Geschafft. Das Szenario endet hier. Und damit bedanke ich mich. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.